So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Platin-Edition. Wir müssen einmal zum Pokémon-Turm, um da eine VM zu holen. La 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 la, ein bisschen Spiel überspringen. Ich habe keine Lust auf Kämpfe. Wo wir sowieso nur fliehen müssen. Also, oberstes Stockwerk. Hui und Flucht. So, ich guck mal, ob wir eventuell einen Schutz haben. Superschutz. Gut, funktioniert auch. So, viel angenehmer. Dann können wir da schon mal die VM holen, die wir zwar noch nicht einsetzen können, weil Stärke, glaube ich, erst nach der 6. Arena kommt, wenn ich mich nicht täusche. Aber immerhin hätten wir sie dann schon mal. Und unser VM-Sklave freut sich auch, dass es dann schon mal geholt wurde. Also, auflockern. Seht auch mal, wie das aussieht. Kapiu! So, moin, alte Oma. Oh, lass mich deine Abreise von hier weniger düster gestalten. Nimm dies. Schutzband. Oh yeah. Im Turm der Runden finden die dahingegangenen Pokémon im Frieden. Jene, die sich eines langen Lebens erfreuen durften. Jene, deren Zeit kürzer bemessen waren. Alle dahingegangenen Pokémon finden hier Trost und Ruhe. Trost du, Trost, Ruhe. Könnte es eventuell... Warte mal. Trost, ne? Vielleicht setzt sich da tatsächlich aus den Worten Trost und Ruhe zusammen. Kam da schon jemand drauf? Naja, Trost zumindest ja und dann plus U einfach. Ah, auf Englisch heißt es Solacean Town, also Stadt des Trostes. Oder auch auf Japanisch Dorf des guten Omens. Ah, jetzt verstehe ich das auch endlich. Oh, der Nebel hat sich gelichtet, somit sind auch all meine Zweifel verpufft. Bitte nimm dies zum Dank. Nimm schon, hab keine Scheu. Hä? Diese Lamina, es ist schwer zu sagen, was in ihr vorgeht, aber sie ist einfach ein sehr einzelfühlsames... Hä, kriege ich hier nicht die VM? Oder habe ich die... Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ah, und ganz oben wäre ein Schutz gewesen. Ja, okay, dann war das eine Sackgasse. Ich dachte, hier kriegt man Stärke her. Hm, okay. Never mind. Trotzdem war Trostu ein guter Anhaltspunkt, weil wir nach oben müssen zu den Entons, die leider alle unter Kopfschmerzen leiden. Die armen kleinen Enten, Küken. So, dann radeln wir. Schutz wirkt nicht mehr. Nein! Irgendwann kaufe ich mal welchen. Ui. So, straight nach oben. Die Entons stehen im Weg. Sie machen keine Anstrengung, sich zu bewegen. Möchtest du den Geheimtrank verwenden? Ja, Mann. Oh mein Gott, sie sind von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Aber das ist doch ganz normal für Entons, dass sie Kopfschmerzen haben. Scheiße, Gruppe verpasst. Ja. Und, ey, Cynthia! Hätte ich auch selber herlaufen können. Oh gut, du hast den Geheimtrank verwendet. Enton leiden an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Hast du auch schon mit dem Geheimtrank. Aber okay. Bring bitte meiner Großmutter in Elises diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elises geben. Also wird es die Reise wohl wert sein. Ja, okay. Wir fangen zwar keine, aber... Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die Älteste von Elises. Und das sieht man ihr an. Und die Stadt selbst, schau auf deine Karte, gar nicht zu verfehlen. Dieser kleine Punkt hier. Ich zähle auf dich, bis später. Ja, und wir dürfen hier wieder durchs hohe Gras. Also, tschüss Bike. War eine Freude mit dir. Ich bin mal echt zu faul, die ganzen Trainer hier zu machen. Also im Gras verstecken sich hier ein paar Trainer, ist ganz lustig. Aber ich werde dann offscreen größtenteils Level auch. Panferno ist so cool, ich liebe Panferno. Ah! Ich schreie gerade wie so ein kleines Mädchen. Also hier die Flecken, da sind Trainer oder vielleicht sind auch sogar Items da. Aber ich bin da bei den Items unsicher.
Und wenn wir weiter nach oben gehen, wird es immer nebliger. Also theoretisch können wir auch ohne Auflockern durch. Auflockern ist genau wie die VM Blitz. Einfach nur so eine VM, die es einfacher sichtbarer macht, das ganze Spiel. Aber theoretisch kann man hier auch ohne Auflockern perfekt durch. So, was? Wenn ich doch nur Auflockern hätte, dann könnte ich diesen Nebel verschwinden lassen. Wie Auflockern funktioniert, das Vogel-Pokémon macht einfach so mit den Armen. Auf Käfer-Pokémon auch. Gut, und dieses kleine Flecken Erde ist natürlich auch ein Trainer. Ich habe dich überrumpelt. Während du dich noch erholst, habe ich den Kampf bereits entschieden. Geheime Ninja-Technik. Kehle aufschlitzen. Alles klar, Ninja-Junge Manuel. Go, Richard. Alle, jetzt kommt hier Panfernos richtige Macht. Das Flammenrad. Ich lieg diesen Affen einfach. Mein Gott. Ich bin so ein Fankind von Panferno. Haben wir die Trivia noch? Wir haben die Trivia noch gar nicht durchgelesen. Also, es ist der einzige Starter, der von einem Mitglied der Top 4 im Kampf verwendet wird. Nämlich, das verrate ich nicht. Es hat dieselbe Kategorie wie Glutexu, Glurak und Lavados, nämlich Flamme. Dann, es ist das definitiv geilste Pokémon aller Zeiten. Und mit 1,20 Meter ist es das kleinste aller vollentwickelten Starter. Aber dafür auch halt das coolste. So, das waren die 4 Trivia-Punkte. Und Panferno ist einfach. Ist Bay. Ist. Muah. Ich meine, hört euch den Ruf an. Okay, das war laut, aber das war schon gut. War sehr gut. Ansonsten, es hat einfach eine Basiswertsumme von 534. Ne, fett auf Initiative, Angriff und Spezialangriff. Skill und Kapoo. Darf jetzt nicht so viele leben. Eigentlich so verteidigungsmäßig hoch, aber es ist halt einfach ein Nahkämpfer, ne? Das ist. Angriff ist besser als Verteidigung. Es verwendet einzigartige Attacken mit dem Feuer an seinen Händen und Füßen. Stellt sich jedem Gegner. Alter, also auch dieser Pokédex-Eintrag zeigt nochmal, wie geil dieses Vieh ist. Oh yeah. Was geschieht hier? Du solltest doch eigentlich schon tot sein, Mann. Und nehmen wir mal die Abkürzung. Woo! Und Swoop! Hi! Als Astrainer muss ich Kämpfe gut verarbeiten können. Ich muss cool und ruhig bleiben, egal ob ich gewinne oder verliere. Du wirst trotzdem verlieren. Ganz klare Sache. Go, Richard. Griffel. Griffel haben wir noch gar nicht durchgelesen, oder? Griffel. Zu ihm wird oft gesagt, Griffel weg. Nee, keine Ahnung. Steht da was? Obwohl es ein reines Normal-Pokémon ist, hat es in Ranger 3 die Gesteins-Pokestärke. Bei seiner Weiterentwicklung ist dies auch der Fall. Sehr suspekt. Und wir müssen Panferno bald heilen. Verdammt. Oh yeah. Girafarik. Komm, einer geht noch. Einer geht noch. Girafarik. Das ist ein normal Psycho-Pokémon. Dementsprechend. Komm, wir machen mal Nahkampf. Und drrr. Das ist das einzige Psycho-Pokémon mit der Fähigkeit Vegetarier. In einem Artwork sieht man ein Girafarik, das aus zwei Giraffen-Vorderteilen besteht. Also bevor es dieses alternative Hinterteil hatte, war es einfach zwei. Oh, okay, komm. Ein drittes geht auch noch. Die Zweitentwicklung des Pflanzenstarters, Shellcrane. Ich kann mir den Namen einfach nicht gut aussprechen.
Also wenn ich einfach Grottel oder so. Sheltorin ist die schwerste Zweitentwicklung aller Starter. All seine Werte sind um 20 niedriger als seine Weiterentwicklung Shelterer. Also da wisst ihr dann schon automatisch. Shelterer ist einfach nur um 20 stärker. Ups, verloren. UA. Ganz bitter. Und wisst ihr, was auch bitter ist? Medizin, weil... Oh, das war ein Hypertrank, gell? Ja, komm. Supertrank, Hypertrank. Trank ist Trank. Ede, sieh nur, Ines, ich werde alles einsetzen, was du mir beigebracht hast. Hier kommt ein Trainer, bist du bereit? Ede, los geht's! Ede, bitte, Ede. Duo, Ines und... Oh ja, wir haben Zekaro. Oh, sehr schön. Oh, Glück gehabt. Bedroher für mindestens... Nein, nicht mein Angriff! Du Arsch! Ja, jetzt gibt's den Bedroher zurück. Toll, gell? So, alle Parteien sind geschwächt. Sehr schön. Na, ich probier's mal. Nee, warte, nicht Schock... Doch, Schockwelle. Komm, ja, Schockwelle. Wenn der Nahkampf geschwächt ist... Gucken wir mal, wie stark das Bedroher... Hat schon ein bisschen eingeschlagen, ne? Super, Statik hat's auch noch. Yay, Donnerblitz. Tja, aber du kannst mich nicht paralysieren, wenn wir schon paralysiert sind. Danke für den Schaden. Danke. Richard, nein. Ey, ihr seid solche Arschlöcher. Warum ist Garados so schnell? Komm, jetzt muss ich verrecken. Ganz einfach. Jawohl. Ja, Frieda. Mehr Optionen haben wir da nicht. Go Aeroas. Go Schockwelle. Gegen den Fettsack. Yes. Ist nicht sehr effektiv, aber das juckt uns nicht. Level up. Mann, jemand, der noch stärker ist als Ines. Ich wurde gerade vor den Augen meines kleinen Freundes beschämt. Von deines kleinen Freundes? Als wäre das so ein Spielzeug. Ja, meines kleinen Freundes. Kleinen Freundes. Du scheinst sehr viel Selbstvertrauen zu haben. Mal sehen, ob zu Recht. Ich werde hier jetzt ganz skeptisch überprüft. Ass-Trainer. Hier sind nur Ass-Trainer. Leute, chill doch mal. Wir haben gerade mal die fünfte Arena hinter uns. Kein Grund, uns Ass-Trainer auf den Hals zu hetzen. Junge. Donnerzahn ist gegen Pflanze jetzt nicht so effektiv. Au. Sichlor ist Käferflug. Ach doch! Oh, ich dachte, das wäre Pflanze. Für Don. Sichlor ist das einzige Pokémon, dessen Basiswert somit sich bei der Entwicklung nicht ändert. Lol. Es hat sich nach Porygon 2 die zweithöchste Basiswertsumme aller Pokémon, die sich noch entwickeln können. Ja klar, wenn die Summe sich nicht entwickelt, dann muss es natürlich am Anfang schon hoch sein. Es gehört zusammen mit einigen anderen Pokémon, bei deren Entwicklung ein Typ durch einen anderen ersetzt wird. In der Folge Duell in Dark City stellt sich heraus, dass Sichlor aggressiv auf rote Farben reagieren. Ironischerweise entwickelt sich zu einem roten Pokémon. Also definitiv, Leute, merkt euch kein Sichlor von Spiegelstellen. Obwohl es im Anime laut einigen Pokédex-Einträgen fliegen kann, kann es wie alle Käferflug-Pokémon die dazugehörige Attacke nicht erlernen. Ja, die sind einfach zu schwach für Fliegen. Ich meine, so einen Trainer zu tragen ist verdammt heftig. Ja. Voluminas. Das ist ein Gestein-Stahl-Pokémon, ne? Ja, das wird jetzt... Bleiben wir mal. Setzen wir... Warte, wie steht's mit Unlicht?
Ne, Unlicht ist. Machen wir Donnerzahn. Und nochmal. Oh, Luminas ist paralysiert. Du mich auch, bis. Okay, er natzt uns ein bisschen. So, sehr schön. Haha, eine totale Niederlage für mich. Gut, dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Ich gehe kurz zum Pokémon Center und heile mich. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter, die haben uns doch sehr in die Mangel genommen, die Ast-Trainer. Ja, ciao.